Ist in die Richtung gelaufen, keine Chance. Ich zeig euch was an, ich bin schon da. Ja, warte kurz. Wir haben eine Mikrowelle bekommen. Spoiler-Alarm. Jetzt ist die Mama dran. Wow. Das weiß ich, arbeite zu wenig. Die 4 Stunden Woche. Das heißt, wenn ich das lese, mache ich nur den hier. So bin ich mal gespannt. 4 Stunden. Wollen Sie nicht auch davon weniger zu arbeiten? Viel weniger? Dann lesen Sie dieses Buch. Das ist perfekt für mich. Und der Papa. Oh mein Gott. Wow, ey. Was ist das? Also, der Papa ist ein esoterischer. Dann werden wir euch in Zukunft auspendeln. Sehen. Ist das nur was zum Lesen? Nö, nö. So, jetzt geht's los in die Schule. Tschüss, Mama. Tschüss, Babys. Tschüss. Kuschi. Mhm. Oh, mein Jetzt. Ah ja, es regnet. Mhm, super. Tschüss. Sehr gut. So, ich werde mich mal in die Zauberkugel schmeißen. You know, duschen, dies, das, Haare waschen und bis später. Oh. Während ich duschen war, hat der Philipp schon, wie ihr seht, Nikoläuse aufgemacht. Jetzt schauen wir mal, was hast du denn da bekommen von Nikolaus? Er hat so, oh. Und während ich mich angezogen habe, oh mein Gott. Zeig mal, Philipp, was hast du denn da? Zeig mal den Papa. Papa, schau. Schokolade ist am Boden. Was hast du gemacht? Machst du jetzt das? Was hast du denn noch da bekommen? Oh mein Gott, der kann sogar alleine fahren, oder? Schau mal, Philipp. Oh, Elektrik. Da kann der Papa eine Batterie reingeben wahrscheinlich, oder? Ist da Elektrik drauf? Hier, hast du es nicht gesehen? So, Electric Wooden Train. Wow, just a moment, please. Elektrik. Komm, komm. Er ist süß, Maus. Oh, zeig mal, zeig mal. Was ist jetzt hier passiert? Das sind die Spuren von Nikolaus. Der hat gegessen und ist abgehauen. Schokolade verpieren und alles mögliche da gelassen. Ja, Philipp ist jetzt kurz beschäftigt. Wir haben jetzt ein bisschen aufgeräumt. Ich habe schon voll vergessen, dass ich vlogge. Ich bin da total aus der Routine raus, muss ich euch ganz ehrlich zugeben. Deswegen haben wir schon ein bisschen, angefangen. Papa hat nämlich schon im Vorraum ein bisschen Boden gewaschen. Ist Pflicht bei uns, gerade wenn jetzt so nasses Wetter ist und man mit den Hunden Gassi geht, könnt ihr euch vorstellen, dass wir halt oft Boden waschen müssen. Und ich mache jetzt ein bisschen die Küche. Ja, was soll ich sagen? So schaut's hier aus. Überall liegt irgendwas und vor allem, ich hasse das. Ich sag's euch, die Kinder und mein Mann räumen alles hinter den Thermomix. Ich bin die Einzige, die das immer wegräumt, wo es ja auch hingehört. Und dann sehen sie, dass hier Platz ist und stellen alles her. Ich krieg die Krise. Ja, ich habe auf jeden Fall mal angefangen, den Geschirrspüler auszuräumen und den Müllbeutel reinzugeben. Das hat der Papa nämlich vergessen. Der hat nämlich Müll ausgeleert, keinen neuen Beutel reingetan. Wie gesagt, Geschirrspüler bin ich gerade beim Aus- und Einräumen. Ich mache jetzt gerade die untere Lade voll, die habe ich nämlich vorhin ausgeräumt. Kaffee habe ich auch schon gemacht und ja, dann warte ich, bis der Papa kommt und räume währenddessen hier ein bisschen auf. Mein Glück gehabt, weil die Kamera ist nämlich auf dem Kühlschrank und da ein bisschen auf der Tür und ich habe die Tür aufgemacht. Und wenn der Papa das sieht, also ich bin ja dafür bekannt, ein bisschen tollwatsch zu sein. Also
komisches Tetris-Spiel von meinem Mann. Bist du jetzt zufrieden? Wirklich? Wirklich damit. Wo er sich gebastelt? Nö, hat mir reingebastelt. Da gibt es auch so TikToks dazu. Wenn man kein Auge dafür hat, dann kriegt man... Hä, was soll das heißen? Kriegt meines Auge. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Küche fertig. Kaffeeci ist fertig. Das muss ich natürlich noch wegräumen. Hier ist auch alles weggeräumt. Tisch ist leer. Jetzt wird Kaffeeci getrunken und dann ein bisschen gearbeitet, bis die Kinder kommen. Schaut mal, wir haben Unterstützung im Büro. Ja, ja. Wow, Phoebe, was machst du heute Schönes? Ja. Tust du arbeiten? Boah, wie du da arbeitest, oh mein Gott. So, meine Lieben, die Kinder sind schon zu Hause und haben schon gegessen und sind jetzt am Spielen mit ihren Nikolaus-Sachen. Ich koche jetzt was für mich und für Papa, weil die Kinder haben jetzt eigentlich nur Spaghetti Bolognese von gestern gegessen. Ich habe mir jetzt schon vorbereitet, es gibt ein bisschen für mich und Papa so Spiegelei mit gebratener Zucchini, Tomaten, Mozzarella und das werde ich jetzt gleich mal. Unser Essen ist jetzt auch fertig. Das sind gebratene Zucchini mit Knoblauch und Zwiebel. Spiegeleier. Die Kinder haben scheinbar Spaß. Tomate, Mozzarella und der Papa. Alles okay bei euch, Kinder? Das ist sehr Freudenjauchzen und kein... Das ist okay, wenn es laut ist, wenn es ruhig ist. Wenn du so aus dieser Perspektive unser Haus anschaust, wir haben zu viel Zeugs. Der Kühlschrank ist vollgekleistert, auf dem Heizkörper sind Handschuhe, hinten ist noch immer alles vollgemüllt. Wir brauchen mehr Verstaumöglichkeiten. Also. Wir bauen ein neues Haus. Projekt 2023. Klar, wir lassen Daumen nach oben, wenn ihr dafür seid. So, meine Lieben, es ist schon Abend. Ich bin mit Arbeit fertig. Die Mama ist noch im Büro. Sie hat heute Abend ein Coaching. Und jetzt bin ich in der Küche. Ich mache Paratschinken. Ich habe in der Thermomix so ein Rezept gefunden. Das machen wir immer wieder und das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Eine erste Paratschinke ist schon da. Der schaut, also die erste ist immer so, ja, wie soll ich sagen, schaut nicht schön aus. Aber ja, ich würde mal sagen, ich habe schon schlimmere gehabt. Das schaut nicht so schlecht aus. Ja, es ist halt nicht komplett rund, aber schmecken tut sicher. Mit dieser Masse kriege ich so um die 10, 15 Palatschinken vielleicht. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, so ungefähr, die mal Daumen. Wir essen das mit Nutella und mit Marmelade. Schmeckt wirklich super, super gut. Das ist ein tolles Rezept. Ich habe hier nämlich kein normales Milch reingegeben, so wie der Thermomix verlangt, sondern eine vegane Milch, also so eine Hafermilch. Die schmeckt mir am besten und ich kriege keine Blähungen. Das ist mir wichtig. Mit ein bisschen Blähungen in der Nacht. So, meine Lieben, die anderen haben schon gegessen. Mama ist auch da. Coaching ist fertig. Yes. Und wir genießen unsere Palatschinken oder meine Palatschinken. Von der Farbe her würde ich sagen, mega bombastisch, oder? Also elastisch, auch nicht verbrannt. Was ihr wollt, 3,50. Wie schaut deine Marmelade aus? Ich habe keine Marmelade, ich habe Speck. Aber Fleischmarmelade. Das ist ja mal anders. Crêpe Suzette. Hm? Crêpe Suzette. Crêpe Suzette, aber. Ich habe Crêpe Spinkette. Spaghetti. Schinkette. Baconette. Yes. Also Crêpe, süß oder salzig? Ich bin ziemlich süß. Salzig. Aber ich glaube, es kommt irgendwie auch mit Käse. Ja, wir haben keine Käse. Wir haben Käse, aber es ist nicht gerieben. Wir reißen die Käse noch. So, meine Lieben, wir sind schon in Weihnachtsstimmung, wie ihr sehen könnt. Denn wir haben jetzt ein richtig, richtig cooles Reel für euch gedreht. Ihr müsst einfach jetzt oder kurz nach dem Video bei Instagram vorbeischauen. Miss Diana Diamanta, Link ist in der Infobox. Dort könnt ihr nämlich diese coolen Spiele gewinnen. Und da müsst ihr einfach, wie gesagt, nur bei Instagram rumgehen. Und dann könnt ihr
von Amigo, wie auch letztes Jahr, dürfen wir nämlich ein richtig cooles Spiel an euch verlosen, die wir auch selbst richtig cool finden. Wir werden es euch natürlich gleich ein bisschen vorstellen. Es sind richtig tolle Spiele. Und wie gesagt, wenn ihr die auch gewinnen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei und wir zeigen sie euch jetzt. Was wollt ihr als erstes spielen? Halligalli. Den da, oder? Bei Amigo findet ihr richtig tolle Spiele, egal für welchen Alter, wie zum Beispiel hier, diese sind ab 10 Jahre. Eher bei uns was für die Michelle und den Patrick, also diese zwei. Aber es gibt auch viele Spiele für ab 8-Jährige, perfekt eher für Lara, das Würfelhelden und die Armadillo. Und natürlich auch für die Kleinen, das Halligalli 6 Plus und Speed Cups und natürlich auch die Froschis für 5 Plus. Und wir werden jetzt auf jeden Fall nach Luisas Wunsch das spielen, oder? Speed Cups. Ja, das machen wir gleich. Also, jeder Spieler erhält 5 Cups und versucht so schnell wie möglich die Aufgaben zu lösen. Okay, das heißt, jeder, Lara, du bekommst diese, ich bekomme diese. Ich bekomme diese. Wir packen den Vorkup, starten und dann. So, dann zieht einer eine Karte. So. Und das, und dann muss man es so schnell wie möglich genauso in dieser Reihenfolge dann starten. Und was ist rum, was ist unten? Ja, genau so wie es hier ist. Gelb, blau, so. Grün, rot. Und dann der fertige. Mach das. Und los. Hey! Oder vielleicht sollen wir sie so nebeneinander stellen. Schwarz unten, du musst starten. Schwarz, gelb, drauf. Genau. Blau. Und dann rot. Rot, grün, fertig. So, meine Lieben, und während wir jetzt weiter eine Runde Speed Cup spielen, das macht richtig viel Spaß, könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, auch gewinnen diese Spiele. Schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei und wir drücken euch die Daumen. Und da. Und da. Genau. Mitmachen, los. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt ein bisschen weiter spielen. So, meine Lieben, wir haben es uns jetzt gemütlich gemacht. Mach kurz eine Pause. Wir haben Popcorn. Und wir haben die Hunde hier. Und wir gucken uns jetzt auf Disney Plus eine. Der Philipp hat jetzt auch weiter gedrückt. Ein Rot. Das lasse ich wieder. Aber gibt's mir wieder eine kleine Schüssel? Ich habe gar kein Popcorn da. Ja, danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, danke, Laura.